Hallihallo auf diesem Planeten, auf diesem Kanal. Ja, ich weiß, ich habe schon ein Video gemacht, wo wir das angefangen haben. Ich habe natürlich fleißig gehäkelt. Es ist schwer zu häkeln, sag ich jetzt mal, weil man Geduld braucht. Geduld habe ich auch nicht. Ja, das sind auf jeden Fall hier so, ja, 50 Zentimeter geworden. Und dann muss man das Ganze jetzt teilen, weil es ein Wickelshirt wird. Ich habe das mal zusammengeklappt, von da oben bis hier unten, weil das ist sonst 1,40 Meter. Ich habe das zusammengeklappt, 70 Zentimeter. Und da oben, wo jetzt der Markierer drin sitzt, da fange ich gleich wieder an und steche. Wartet mal, ich zeige euch das auf dem Schoß. Kannst du zeigen, ist ein bisschen doof. Da, ich steche quasi dann in die gleiche Einstichstelle wieder ein, um dann die zweite Hälfte, das hier dran zu häkeln. Immer schön mit drei Luftmaschen, mit einem Ersatzstäbchen, damit man das hier alles ja, markiert. Ne? Also so ein, ach, wie heißt denn das jetzt noch? Ersatzstäbchen, ja, heißt es, aber wie heißt es noch? Ah, Abtrennstäbchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da steche ich dann gleich in dieselbe Masche, wo ich hier schon angefangen habe, das Teil hochzuhäkeln. Steche ich gleich wieder ein in die gleiche Einstichstelle. Das ist ganz wichtig. So, das wollte ich euch nur zeigen. Ich muss schwitzen. Es ist warm, Leute. Puh, ja. Ja, soweit bin ich. Bis zum nächsten Mal.